Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus World of Warcraft. Ja, in letzter Zeit sind im Auktionshaus wirklich Spinner unterwegs, da zieht es dir wirklich die Schuhe aus. Ich weiß nicht, was die Leute für ein Problem haben. Entweder haben sie ein bisschen was, irgendwelche Störungen oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die drehen hier wirklich total ab. Es macht so auch überhaupt keinen Spaß mehr, irgendwie zu spielen oder ins Auktionshaus zu gehen, weil ohne Käse, da wenn ich ins Auktionshaus gehe, da dreht es mir echt den Magen um. Bestes Beispiel jetzt hier mit dem Netherstoff zum Beispiel. Ihr werdet es gleich sehen. 44 Seiten. Also ohne Scheiß, wie. Ich weiß, ey, da fallen mir echt keine Worte mehr ein. Muss einfach mit so einer Leute echt mal abrechnen. Das kann einfach nicht sein. Original, die tun hunderte, tausende Stacks einzelner Stoffe rein. Ich weiß nicht, was das geistig bringen soll. Also nicht nur, dass damit das Auktionshaus ewig lang braucht, wenn man jetzt hier den Auktionator benutzt. Sondern ich weiß nicht, was er das wirklich geistig bringen soll, weil das irgendwie total hirnrissig ist. Wenn ich 166 Stoffe habe, dann setze ich ein Stack rein und gut, und dann ist es fertig. Aber hier 800 Stacks mit einem, 1330 Stacks A1, also ohne Schmarrn, da. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Also da gibt es noch bei allen möglichen Sachen stellen die sowas ein. Ich verstehe es nicht. Also wie da ich weiß nicht, was die Leute echt für ein Problem haben. Geistiges oder spielerisches. Ich weiß es echt nicht. Ja, es ist einmal, ich muss mir echt mal ein bisschen Luft lassen, weil das macht halt einfach so keinen Spaß. Und das ist halt wirklich nicht nur bei hier jetzt beim Netherstoff, das ist halt überall. Und ich weiß es nicht, wie Leute auf so dämliche Ideen kommen, über 1000 Stacks A1 ins Auktionshaus einzustellen. Ja klar, es gibt immer Leute, die brauchen mal einen, zwei, drei Stoffe, da ist es ganz gut. Aber hallo, 1000 Stacks, über 1000 Stacks A1, also oh Mann, also ohne Käse, also entweder sind die zu heiß gebadet worden oder irgendwas, ich weiß es echt nicht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mal echt nur ein kleines Video. Es werden mit Sicherheit demnächst noch ein paar neue Folgen. Wir werden auch einige Sachen machen, wie in den alten Instanzen laufen. Wir werden da ein paar Let's Plays machen. Es gibt ja einige Neuerungen, wie zum Beispiel, dass man jetzt hier Vorlagen lernen kann. Moment, da war es nicht. Schmarrn, Sammlungen. Gut, Sammlungen. Und zwar, man kann sich Klamottenvorlagen sammeln. Da werde ich dem nächsten Video dazu machen, wie das genau funktioniert. So werden natürlich die alten Raids und Innis natürlich auch wieder interessant, wo es viel lilane Sachen gibt, weil was man mal hat und was man an sich gebunden hat, wird dann in die Vorlagenkiste übernommen. Das heißt, wenn ihr jetzt was Lilanes findet und ihr geht es dann auf das Teil drauf, da steht dann in hellblauer Schrift, ihr habt diese Vorlage noch nicht erlernt. Aber dazu, wie gesagt, werden wir demnächst mal ein Video machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und oder einen Kommi, und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.